Die Sache mit der Beleidigung. Ein einfaches Beispiel. Wenn jemand einen Gegenstand der Verehrung irgendeines Kultes beleidigt, dann entsteht die Beleidigung im Kopf desjenigen, der sich beleidigt fühlt. Dass das so ist, ist ganz einfach zu belegen. Wenn man also eine von vielen Menschen hochverehrte Person kritisiert und das Gegenüber ist ebenfalls ein Kritiker dieser Person, dann wird beim Gegenüber kein Beleidigungsgefühl entstehen, denn der ist ja auch dieser Meinung, also keine Beleidigung. Ist das Gegenüber jedoch ein Anhänger dieser kritisierten Person, entsteht in dessen Kopf mit großer Wahrscheinlichkeit ein Gefühl des Beleidigtseins. Und wenn das passiert, dann haben wir den Fall, dass, obwohl sich von Sprecherseite nicht das Geringste geändert hat, die Situation plötzlich anders ist. Es entstand ein Beleidigungsgefühl, das im anderen, im vorherigen Fall, nicht entstanden ist. Wenn wir nun also den verrückten Gedanken akzeptieren, dass Gewalt gerechtfertigt ist, um das Entstehen eines solchen Beleidigungsgefühls zu verhindern, was ich als Naturrechtler natürlich nicht mache, aber tun wir mal so für das Gedankenexperiment, dann würde sich diese Gewalt naturgemäß gegen denjenigen richten, der schuld an diesem Gefühl ist. Und ich sehe nicht, warum das derjenige sein sollte, der etwas gesagt hat. Jemand, der etwas sagt, kann nichts für das, was im Hirn des anderen vorgeht. Meine These also, wenn wir jetzt also von einem Kult ausgehen, sind diejenigen schuld an diesem Beleidigungsgefühl, die diesem Menschen beigebracht haben, dass er sich beleidigt fühlen muss. Die Menschen, die ihm gesagt haben, dass er sich ganz fest beleidigt fühlen muss, wenn die verehrte Person kritisiert wird. Das wären dann wohl naheliegenderweise die Eltern, die Kultführer, die Prediger und Verwandte. Eben alle, die dem Beleidigten beigebracht haben, dass er sich in dieser Situation beleidigt fühlen soll. Wenn der Staat also an irgendwelchen Leuten gewalttätig werden will, die Beleidigungsgefühle verursacht haben, dann sollte er sich an jene halten, die diese Gefühle auch tatsächlich verursacht haben. Und das ist niemals derjenige, der etwas sagt. Besser wäre es, der Staat würde sich an das Recht halten und die Redeverbote generell abschaffen und damit einen rechtskonformen Zustand herstellen.